In großen LKWs kommen die Zutaten an, die man fürs Glasmachen braucht. Mit diesem dicken Schlauch wird ein LKW an das Rohr hier angeschlossen. Und dann wird der Inhalt durch das Rohr in die Fabrik gepumpt. Aber welche Zutaten werden da hineingepumpt? Einmal ist das Sand. Dann braucht man noch Soda und Kalk. Diese Zutaten sind alle hell und daraus macht man durchsichtiges Glas. Ich möchte aber wissen, woraus wird braunes Glas hergestellt? Herr Knoth verrät mir, dass da noch etwas Wichtiges dazukommt. Nämlich Natriumsulfat, das ist ein Salz, in dem Schwefel drin ist. Und Eisenoxid. Das ist braun wie Rost und genau das ist es auch. Verrostetes Eisen in Pulverform.